Berlin-Charlottenburg. Die Wohnungen des Erdbauvereins Moabit stehen hier schon seit 50 Jahren. Gegenüber in der alten Beiersdorf-Fabrik soll nun ein islamisches Zentrum entstehen. Im Backsteingebäude sind Tagungsräume geplant, die eigentliche Moschee wird dahinter gebaut, und zwar dort, wo heute die Containerhalle steht. Viele, vor allem ältere Anwohner, sind entsetzt. Ich bin nicht der Meinung, dass nur unbedingt in jedem Bezirk eine Moschee stehen muss. Aber darauf läuft es ja wohl hinaus. Ja, was da alles noch nachkommen kann. Wissen wir, ob nachher die Muezzedin von den Türmen da morgens um 4 zum Gebet rufen? Ganz furchtbar. Ich werde wahrscheinlich wegziehen. Die Ruhe ist hin, die Ängste sind groß. Man wird nicht mehr unter sich bleiben, wenn jeden Freitag 700 Muslime zum Gebet kommen. Informationen vom Bezirk über den Moscheebau gab es bisher nicht. Und so haben rechte Rattenfänger leichtes Spiel. Vergangene Woche kam dieses Flugblatt von Pro Deutschland ins Haus. Es unterstellt, in Charlottenburg werde demnächst eine riesige Moschee gebaut. Der Baurat habe schon grünes Licht gegeben und überhaupt drohten demnächst, Zitat, Massenaufmärsche, lautstarke orientalische Lautsprecherdurchsagen und immense Parkplatzprobleme. Weiter heißt es, wo solch ein orientalischer Prunkbau mit Kuppel und Minarett erst einmal steht, wird als nächstes bei den Behörden der Muezzinruf beantragt. Rathaus Charlottenburg. Die Lokalpolitiker hier könnten informieren über die Moschee, auch aufklären darüber, wer hinter den Flugblättern steckt. Doch da gibt es offenbar kein großes Interesse. Was wissen Sie denn über den Hintergrund von Pro Deutschland? So gut wie gar nichts, sondern nur das, was im Internet selber verfasst worden ist von Pro Deutschland. Und was schließen Sie daraus? Was ist das für Sie für eine Gruppe? Eine Gruppierung, die offenbar rechtsgerichtete Gedanken hat. Wie wollen Sie sich mit denen auseinandersetzen? Ich habe nicht die Absicht, mich mit denen auseinanderzusetzen. Warum nicht? Ich sehe keine Veranlassung dazu. Insan, das ist der Verein, der in Charlottenburg bauen will. Er ist nicht unumstritten. Doch Insan präsentiert sich als Verein, der sich Integration auf die Fahnen geschrieben hat. Imran Zagir ist der Vorsitzende. Seine Eltern sind Inder, aber er ist hier geboren und er will hier seine Religion ausüben. Ich bin in Charlottenburg dort aufgewachsen, wo die Moschee auch gebaut werden soll. Ich habe dort mein Abitur gemacht, bin zur Grundschule gegangen. Meine Tochter geht auf die gleiche Schule, wo ich auch gewesen bin. Also werde da mit Sicherheit nichts tun, was unseren Kiez da in irgendeiner Form runterzieht, sondern eher voranbringt. Wird die neue Moschee ein orientalischer Prachtbau? Ganz bestimmt nicht, sagt Zagir. Also, wir haben keinen Gebetsruf, der nach außen hin irgendwie eine Beschallung haben wird. Wir haben nur ein stilisiertes Minarett, da steigt auch keiner drauf, da ist auch keine Lautsprecheranlage oder sonst irgendwas. Und wir haben es auch nicht vor, in Zukunft zu beantragen oder sonst irgendwie was. Und was Massenaufmärsche betrifft, habe ich Ihnen gerade dargestellt. Das wird einmal die Woche sein, für eine Stunde ungefähr. Am Freitag nämlich, zum Gebet. Der Entwurf der Moschee zeigt einen Bau, der der Berliner Gedächtniskirche ähnelt. Und er bleibt weit niedriger als das benachbarte Fabrikgebäude. Ganz wichtig für alle, die hinter der Fassade islamistische Terroristen vermuten, es wird auf Deutsch gepredigt werden. Deutschsprachigkeit heißt natürlich auch automatisch eine Transparenz, weil man kann dann jeder Predigt folgen. Das Flugblatt von Pro Deutschland findet Zagir beleidigend. Und schlecht recherchiert dazu. Es habe gar nichts mit dem Charlottenburger Projekt zu tun. Also ja gut, das Bild ist natürlich eben nicht der Fall. Das ist natürlich eine Moschee. Irgendjemand hat mir zugetragen, dass es eine Moschee in Kasan in Russland ist. In Russland? Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo Kasan liegt. Auf jeden Fall in der ehemaligen Sowjetunion. Wer aber ist pro Deutschland? Zum Beispiel Anton Bellak, einer von zwei Sprechern der Bewegung in Berlin. Wir treffen ihn in Karlshorst. Migranteneinteil hier rund 4%. Hier hatte Bellak früher seinen Schlossereibetrieb, heute lebt er hier als Rentner. Zur Wendezeit war Bellak im Neuen Forum, danach DSU, Schillpartei und jetzt also Pro Deutschland. Sein Motiv, Angst vor Überfremdung, wie er es nennt. Wenn man hier in Deutschland eine Überfremdung hat von, ich habe die Zahl einmal genommen, 10-12%, bin ich der Meinung, das reicht. Und 10-12%, ist das wissenschaftlich begründet? Nein, oder ist das so Ihr Erfahrungswert oder was ist das? Gestatten Sie, das ist meine persönliche Einschätzung zu den Dingen. Ich sehe das mal so.
Der heimliche Kopf der Bewegung Pro Deutschland aber sitzt in Köln. Manfred Ruß, Mitglied im Stadtrat für die Bürgerbewegung Pro Köln. Pro Köln hat sich einen Namen gemacht durch den jahrelangen Widerstand gegen die Moschee in Köln-Ehrenfeld. Manfred Ruß ist ihr Anführer. Er behauptet, jede neue Moschee verhindere Integration, um die es ihm eigentlich gehe. Ich persönlich habe die Befürchtung, dass das in Berlin zu einer Verfestigung der türkisch-islamischen Parallelgesellschaft und überhaupt der islamischen Parallelgesellschaft insofern beiträgt, als dass dann in dieser Moschee Menschen verkehren, die sich sowieso dem islamischen Kulturkreis zugehörig fühlen. Auf die wenig Druck in Richtung Integration in die deutsche, noch Mehrheitsgesellschaft ausgeübt wird. Ruß gibt sich heute betont freundlich, seriös und professionell. Ein echter Ratsherr eben. In den 80er und 90er Jahren war das noch anders. Damals verdiente Ruß sein Geld als Verleger rechter Musik. Mal gehörte Ruß zur NPD, mal zu den Republikanern oder zur Deutschen Liga für Volk und Heimat. Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler. Er hält das neue Biedermann-Image von Manfred Ruß für eine Tarnung. Das ist sicherlich eine Strategie, das Schmuddel-Image der NPD abzulegen, seriöser aufzutreten, nicht zu marschieren, nicht Stiefelfaschisten auftreten zu lassen, sondern eben Skinheads im Nadelstreifen. Und was bedeutet das für die Moschee in Berlin? Für Uli Jentsch vom antifaschistischen Pressearchiv APABITS könnte Pro Deutschland zum Kern einer neuen rechtsextremen Bewegung im bürgerlichen Lager werden. Sie wollen ja auch keine Lösung sozusagen auf der Grundlage, dass es hier verschiedene Religionen gibt und Menschen aus verschiedenen Ländern, die hier friedlich zusammenleben, sondern sie wollen natürlich ein Deutschland, wo diese Leute nichts zu sagen haben. Und das kann ja nicht das Interesse der Berliner Lokalpolitik sein.